Es ist schwer, sich vorzustellen, wie es ist, entführt zu werden. Ich habe es oft versucht. Wahrscheinlich täglich in den letzten 4 Jahren. Stellt euch nur die schier endlose Anzahl von Variationen vor. Der erste Kontakt mit dem Entführer, die Entführung selbst und der anschließende Transport. Diese Vorstellungen bescherten mir schon viele schlaflose Nächte. Es ist schwer, nicht darüber nachzudenken, wie betrogen er sich gefühlt haben muss, nachdem er diesem Fremden vertraute. Die unaussprechlichen Ängste und möglicherweise Schmerzen, die er gespürt hat, während er in einen Lieferwagen oder Truck gezerrt wurde, oder wie sie ihn bändigten, als er sich wehrte. Traurigerweise ist das Einzige, das mich zumindest mäßig tröstet, die Vorstellung, wie er ihnen ein blaues Auge schlägt oder diesem Hurensohn einen harten Tritt in die Eier verpasst. Ich wünschte, das wäre der Punkt, an dem meine Vorstellung endet, wenn ich an die Entführung meines Sohnes denke. Doch das ist er nicht. Die Abgründe in mir sind tief und erfüllt von Dingen, die Tage verstreichen lassen, während ich daran denke. Die Wahrheit ist jedoch, dass weder ich noch meine nun Ex-Frau nicht wissen, was wirklich passiert ist. Von Zeit zu Zeit glaube ich, dass ich buchstäblich die Hölle auf Erden durchlebe. Meine Welt steht auf dem Kopf, seit mein Sohn von unserem Hof verschwand. Nach vorn zu blicken ist für mich unmöglich geworden. Krampfhaft durchlebe ich zu Hause jedes einzelne Detail von dem Tag seiner Entführung erneut. Das meist Verstörende ist jedoch, dass es die banalen Dinge sind, die einem am meisten quälen. Wie das Herumdrehen zum Küchenfenster, das zum Hof zeigt, den ich seit 4 Jahren nicht betreten habe, und die Sonne, die von der verlassenen Schaukel und der Rutsche verdeckt wird, das Hören der Titelmelodien von Kindersendungen, die er für gewöhnlich gesehen hatte, oder wenn ich ein Kind, das dem meinem ähnlich sieht, wäre er jetzt 4 Jahre älter. Im Warenhaus, im Park, einfach überall. Und dann ist da noch das Klingeln des Telefons. Jedes Mal, wenn es erklingt, erfüllt es meinen Körper mit völlig gegensätzlichen Emotionen. Ist das der Anruf, bei dem ich erfahre, ob er lebt oder tot ist? Oder vielleicht noch schlimmer, dass es keines von beidem ist. Aber um ehrlich zu sein, ist ein Klopfen an der Tür, wie es gerade erklingt, genauso schrill für mich. Als ich die Tür öffne, grüßt mich ein großgewachsener Mann in einer Uniform, der mich mit sanften Augen ansieht. Entschuldigen Sie die Störung, aber wir haben einen Anruf erhalten. Einer Ihrer Nachbarn hat seine Katze herausgelassen, sagte er. Diese 2 Sätze waren nur ein weiterer Dolch aus verlorenen Hoffnungen, der in meine Seele getrieben wurde. Doch die folgenden Worte drangen besonders tief ein. Der Boden unter den Häusern dieser Gegend tendiert dazu, sich über die Jahre hinweg abzusenken. Dumme Katzen lieben es, sich dort unten einzunisten. Würde es sie stören, wenn ich kurz in ihren Hinterhof gehe und die Katze unter ihrem Haus hervorhole? Mir stockte der Atem. Sind sie okay? Offensichtlich wusste er, dass ich es nicht war. Das Blut rauschte von meinem Kopf in mein gebrochenes Herz und ich murmelte kleinlaut. Warum wusste ich das nicht?